Hallo und willkommen zu einem neuen Wissensvideo. Doch ich habe noch eine kleine Info vorab, und zwar könnt ihr mich jetzt auch auf Steam adden. Dort heiße ich ebenfalls KidVisto5555. Wahrscheinlich habt ihr diverse Merchandise-Artikel und Bücher oder Magazine zum Thema Star Wars. Früher habe ich persönlich eher The Clone Wars Hefte gesammelt, doch dieses offizielle Star Wars Magazin war auch dabei. In diesem kam zum Ende hin eine Kurzgeschichte in der Zeit der Klonkriege vor, wobei es um die Aufgaben eines Klonarztes ging. Wie ihr anhand des Bildes sehen könnt, befindet sich auch Barriss Offee auf dem Dschungelplaneten Dronga, wo Lazarette bzw. Haltstationen ihre Lager hatten. Ihre Erscheinung wird in der Kurzgeschichte wie folgt beschrieben, Zitat: Hinter ihnen stand, eingehüllt in eine Robe, deren Kapuze das Gesicht verschleierte, einer oder eine von den Schweigenden dieser geheimnisvollen Geschwisterschaft, deren bloße Anwesenheit dem Patienten bei der Genesung zu helfen schien. Niemand verstand, ob es sich dabei um einen Placebo-Effekt oder um echte Heilkräfte handelte, aber niemand konnte abstreiten, dass ihre Anwesenheit wirklich half. Das hat mich etwas beschäftigt und ich habe mich gefragt, ob es allgemein bei den Jedi so ist, was aber nicht sein kann, weil es auch nie erwähnt wurde, oder ob es an der Spezies von Barriss liegt, was aber auch nicht stimmt. Es gibt nämlich sogenannte Jedi-Heiler, die ziemlich selten vorkommen, aber mit Hilfe der Macht heilen können. Falls bei einem Padawan festgestellt wird, dass er in der Lage ist, diese Fähigkeit womöglich auszuüben, wird er speziell trainiert, damit ja kein Potenzial verschenkt wird. Es ist auch wichtig, dass dieser dann kaum Einflüsse der dunklen Seite bekommt, da sich sonst die Fähigkeiten mindern könnten. Allgemein war es möglich, leichte bis schwere Verletzungen zu heilen, jedoch keine abgetrennten Körperteile, tut mir leid, Snoke. Zu den bekanntesten Jedi-Heilern gehörten Stes Eli, Adi Gallia, Shark T, Barriss Offee, Lumina Raunduli und auch Sade Skywalker. Erinnert ihr euch noch? Jo, somit haben wir auch dieses kleine Mysterium geklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.